Siebentägige Andacht zu den sieben Schmerzen Mariens. Sechster Schmerz. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Jesus wird vom Kreuz genommen und in den Schoß seiner Mutter gelegt. Jesus Freunde Josef und Nikodemus nahmen seinen Leichnam vom Kreuz und legten ihn in die ausgestreckten Arme der Mutter Gottes. Dann wusch Maria seinen Leib, und sie tat dies mit tiefstem Respekt und voller Liebe, weil sie seine Mutter war. Sie wusste besser als alle anderen, dass er der menschgewordene Gott war, der einen menschlichen Leib angenommen hatte, um der Erlöser aller Menschen zu werden. Maria sah die entsetzlichen Wunden der Geiselhiebe, die Jesus bei Pilatus erhalten hatte. Sein Fleisch war zerfetzt und die Haut war in Streifen von seinem Rücken abgeplatzt. Sein ganzer Leib war so geschunden, dass er vom Kopf bis Fuß mit klaffenden Wunden übersät war. Maria sah, dass die Wunden der Nägel weniger schlimm waren als die, die ihm durch die Geißelung und die Last des Kreuzes zugefügt worden waren. Ihr schauderte bei dem Gedanken, dass ihr Sohn das schwere, raue Holzkreuz den ganzen Weg bis hinauf nach Golgotha getragen hatte. Sie sah den Kranz der blutigen Wunden, die die Dornenkrone auf seiner Stirn hinterlassen hatte, und musste zu ihrem Entsetzen feststellen, dass viele der spitzen Dornen sogar tief in seinen Kopf eingedrungen waren. Als sie ihren toten Sohn ansah, wusste sie, dass sein qualvolles Sterben sehr viel schlimmer gewesen war als jede Folter, mit der die niederträchtigsten Verbrecher bestraft wurden. Während sie seinen gemarterten Leib wusch, erschienen vor ihrem inneren Auge die verschiedenen Stationen seines kurzen Lebens. Sie erinnerte sich an ihren ersten Blick auf sein schönes Gesichtchen, als er gerade geboren worden war und in der Krippe lag, und an jeden weiteren Tag bis hin zu diesem herzzerreißenden Augenblick, als sie samt seinen leblosen Körper wusch. Unter unbarmherzigen Qualen bereitete sie ihrem Sohn und Herrn auf das Begräbnis vor, doch sie blieb tapfer und stark und wurde so die wahre Königin der Märtyrer. Während sie ihren Sohn wusch, betete sie, dass es allen Menschen vergönnt sein möge, die Himmelspore zu durchschreiten und in das Reich Gottes zu gelangen. Sie betete, dass jede Seele in der Welt sich der Liebe Gottes öffnen möge, damit der grausame Tod ihres Sohnes nicht vergeblich war, sondern der ganzen Menschheit zum Segen gereiche. Maria betete für die Welt. Sie betete für jeden von uns. Gebet. Wir danken dir, geliebte Mutter, für deinen Mut, mit dem du unter dem Kreuz gestanden hast, um dein sterbendes Kind zu trösten. Als unser Erlöser seinen letzten Atemzug tat, wurdest du unsere aller wunderbare Mutter. Du wurdest die heiligste Mutter der ganzen Welt.
Wir wissen, dass du uns mehr liebst als unsere eigenen Eltern. Wir flehen dich an, beim Thron der Barmherzigkeit und Gnade für uns Fürsprache zu halten, damit wir wirklich deine Kinder werden können. Wir danken dir für Jesus, unseren Heiland und Erlöser. Und wir danken Jesus, dass er dich uns gegeben hat. Bitte für uns, Mutter. Stille Betrachtung einer Bibelstelle, Johannes 19, 38. Betrachtung zur Abnahme Jesus vom Kreuz. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, vom Kreuze in deinen Schoß aufgenommen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, vom Kreuze in deinen Schoß aufgenommen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, vom Kreuze in deinen Schoß aufgenommen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, vom Kreuze in deinen Schoß aufgenommen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, vom Kreuze in deinem Schoß aufgenommen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, vom Kreuze in deinem Schoß aufgenommen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, vom Kreuze in deinem Schoß aufgenommen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme,
jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, o Mutter, vom Kreuze in deinen Schoß aufgenommen hast. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Litanei von den sieben Schmerzen, Marie. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Gott, Vater vom Himmel, erbarme dich unser. Gott, Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser. Gott, Heiliger Geist, erbarme dich unser. Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme dich unser. Mutter der Herzen, bitte für uns. Mutter, deren Seele ein Schwert durchdrang, bitte für uns. Mutter, die du mit Jesus nach Ägypten fliehen musstest, bitte für uns. Mutter, die du ihn 3 Tage mit Schmerzen suchtest, bitte für uns. Mutter, die du ihn gegeißelt und mit Dornen gekrönt gesehen hast, bitte für uns. Mutter, die du bei ihm unter dem Kreuz gestanden bist, bitte für uns. Mutter, die du ihn tot in deine Arme aufgenommen hast, bitte für uns. O Maria, Königin der Märtyrer, bitte für uns. O Maria, Trost der Betrübten, bitte für uns. O Maria, Hilfe der Schwachen, bitte für uns. O Maria, Stärke der Verzagten, bitte für uns. O Maria, Licht der Trostlosen, bitte für uns. O Maria, Mutter der Kranken, bitte für uns. O Maria, Zuflucht der Sünder, bitte für uns. Durch das bittere Leiden deines Sohnes, rette uns durch deine Fürsprache. Durch die verzehrende Angst deines Herzens, rette uns durch deine Fürsprache. Durch die Last deines Leidens, rette uns durch deine Fürsprache. Durch deine Traurigkeit und Betrübnis, rette uns durch deine Fürsprache. Durch dein mütterliches Mitleid, rette uns durch deine Fürsprache. Durch deine vollkommene Ergebung, rette uns durch deine Fürsprache. Durch deine verdienstvollen Gebete, rette uns durch deine Fürsprache. Mutter voll der Schmerzen, rette uns durch deine Fürsprache. Mutter zu Tode betrübt, rette uns durch deine Fürsprache. Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünden der Welt, verschone uns, o Herr. Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünden der Welt, erhöre uns, o Herr. Lamm Gottes, dass du hinwegnimmst die Sünden der Welt, erbarme dich unser, o Herr. Steh uns bei, o allerseligste Jungfrau Maria, jetzt und alle Zeit und an jedem Ort. O Herr Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, wir flehen zu dir, dass deine teure Mutter Maria, deren Seele in der Stunde deines Leidens das Schwert des Schmerzens durchdrang, für uns einstehe, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Durch deine eigenen Verdienste, o Erlöser der Welt, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Seliger Kardinal John Henry Newman, Christi Mutter stand mit Schmerzen bei dem Kreuz und weint von Herzen, als ihr lieber Sohn dahing. Durch die Seele voller Trauer, schneidend unter Todesschauer, jetzt das Schwert des Leidens ging. Welch ein Schmerz der Auserkornen, da sie sah den Eingeborenen, wie er mit dem Tode rang. Angst und Jammer, Qual und Bangen, alles Leid hielt sie umfangen, das nur je ein Herz durchdrang. Ist ein Mensch auf aller Erden, der nicht muss erweichet werden, wenn er Christi Mutter denkt. Wie sie ganz vom Weh zerschlagen, leichter steht und alles Klagen, nur ins Leid des Sohns versank. Ach, für seiner Brüder Schulden sah sie ihn die Marter dulden, Geißeln, Dornen, Spott und Hohn. Sah ihn trostlos und verlassen, an dem blutigen Kreuz erblassen, ihren lieben einzigen Sohn. O du Mutter, Brunn der Liebe, mich erfüll mit gleichem Triebe, dass ich fühl die Schmerzen dein. Dass mein Herz im Leid entzündet, sich mit deiner Lieb verbindet, um zu lieben Gott allein. Drücke deines Sohnes Wunden, so wie du sie selbst empfunden, heilige Mutter in mein Herz. Dass ich weiß, was ich verschuldet, was dein Sohn für mich erduldet, gib mir teil an seinem Schmerz. Lass mich wahrhaft mit dir weinen, mich mit Christi Leid vereinen, so lang mir das Leben wert. An dem Kreuz mit dir zu stehen, unverwandt hinaufzusehen, ist's, wonach mein Herz begehrt. O du Jungfrau der Jungfrauen, woll auf mich in Liebe schauen, dass ich teile deinen Schmerz. Dass ich Christi Tod und Leiden, Marter Angst und bitteres Scheiden, fühle wie dein Mutterherz. Alle Wunden ihm geschlagen, Schmach und Kreuz mit ihm zu tragen, das sei fortan mein Gewinn. Dass mein Herz von Lieb entzündet, Gnade im Gerichte findet, sei du meine Schützerin. Mach, dass mich sein Kreuz bewache, dass sein Tod mich selig mache, mich erwärmt sein Gnadenlicht. Dass die Seele sich mög erheben, frei zu Gott in ewigem Leben, wenn mein sterbend Auge bricht. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib.